Nächste Rednerin ist Melanie Erasim von der SPÖ. Liebe Zuseherinnen und Zuseher vor den Bildschirmen, wir als sozialdemokratische Parlamentsfraktion sind eine starke Partnerin für die Familien in diesem Land und haben immer ausgestreckte Arme, wenn es darum geht, den Familien die ihnen gebührende Unterstützung auch angedeihen zu lassen. Genau deshalb werden wir diesem Gesetzesvorschlag zustimmen, denn durch diese Änderung des Familienlastenausgleichsgesetzes eine Automatisierung bei der Verarbeitung der Daten von Schülerinnen und Lehrlingen vorgesehen wird und dadurch die Familienbeihilfe rasch und unbürokratisch bei den Familien ankommen soll. Wenn es um Beschleunigung und Vereinfachung geht, sind wir als SPÖ eine starke Stimme. Beschleunigung und vor allem Vereinheitlichung wäre aber auch beim Thema Kinderbildung der Kleinsten mehr als nur wünschenswert. Auch wenn die Kindergärten zum größten Teil in der Verantwortung der Bundesländer liegen, fordere ich Sie, Herr Bundesminister, aber Ihre Kollegin vor allem, auf, hier tätig zu werden und vor allem auf die ÖVP-geführten Bundesländer Druck zu machen. Denn dort liegen die Bedingungen besonders im Argen. Als Niederösterreicherin kann ich berichten, dass lediglich 2,1 Prozent der Gemeinden die seitens der Arbeiterkammer erstellten WIF-Kriterien erfüllen. Diese Kriterien legen aufgrund des Alltags der Eltern sehr oft nach wie vor vor allem der Mütter fest, welche Maßnahmen notwendig wären, um nicht nur eine Wahlfreiheit, sondern eine echte Wahlmöglichkeit zu haben. Diese Kriterien, die notwendig wären, lauten wie folgt: mindestens 47 Wochen pro Jahr, mindestens 45 Stunden pro Woche geöffnet, davon mindestens an 4 Tagen 9,5 Stunden. Täglich muss ein warmes Mittagessen angeboten werden. Wie bereits gesagt, liegt all das im ÖVP-geführten Niederösterreich im Argen. Und deshalb bin ich sehr froh und auch stolz darüber, dass wir als SPÖ Niederösterreich ein sogenanntes 3G-Kinderprogramm vorgestellt haben und auf rasche Umsetzung drängen. Was fordern wir? Wir fordern 3G, nämlich in diesem Sinn gratis, ganztags und ganzjährig unter Einbindung der Gemeinden, denn auf deren Rücken darf das Wohl der Familien nicht ausgetragen werden, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, aber auch unter Berücksichtigung der notwendigen Aufwertung der Elementarpädagoginnen. Gruppengrößen müssen verkleinert werden und die Vorbereitungszeit muss aufgewertet werden. Nur von Namensänderungen haben die nämlich nichts. Und ob jetzt als Tante und dann Kindergärtnerin und dann Pädagogin im Verdienst, hat sich in all dieser Zeit nämlich für all diese Heldinnen des Alltags nichts geändert. Deshalb nehmen Sie, Herr Bundesministerin, nehmen Sie, Frauenministerin, Sie, Familienministerin, Einfluss auf Ihre Kolleginnen und Kollegen in Niederösterreich und darüber hinaus. Beenden Sie die Selbstbeweihräucherung und arbeiten wir gemeinsam an den besten Bildungsmöglichkeiten unserer Kinder, unserer Zukunft. Dankeschön. Ebenso wie die Familienbeihilfe müsse die Bildung der Kleinsten vorangetrieben werden, sagt Melanie Erasim von der SPÖ. Sie fordert vor allem die ÖVP-geführten Bundesländer auf, Maßnahmen zu ergreifen.